Hallo, mein Name ist Linda Gallner. Ich bin Ayurveda-Gesundheitsberaterin und Personal Coach und entdecke mit euch gemeinsam heute die gesunden Routinen. Warum brauchen wir eigentlich Routinen? Routinen helfen uns, den natürlichen Tagesverlauf optimal zu nutzen. Es wirken verschiedene Bioenergien im Verlauf des Tages auf uns ein. Wir haben leider verlernt, durch ständige Erreichbarkeit, Urlaubsreisen, elektrisches Licht oder Schichtarbeit diese natürlichen Zyklen zu nutzen und für uns zu verwenden. Gesunde Routinen, eine Morgenroutine und eine Abendroutine helfen uns, energiegeladen in den Tag zu starten und entspannt die Nachtruhe anzutreten. Die Morgenroutine. Steh zwischen 6 und 7 Uhr mit der Sonne auf und starte energiegeladen und mit positiven Gedanken in den Tag. Eine ideale Morgenroutine enthält Elemente zur Reinigung und Pflege des Körpers, positive Gedanken und Atem- und Körperübungen. Wie könnte jetzt eine ideale Morgenroutine für dich aussehen? Starte deinen Tag mit Zungenschaben. Du kannst dafür diesen ayurvedischen Zungenschaber verwenden oder einfach auch einen Esslöffel. Im Anschluss nimmst du einen Teelöffel Öl in den Mund. Dazu eignet sich zum Beispiel Kokosöl oder auch Sesamöl, Olivenöl oder ein anderes Öl, was du gerade zur Hand hast. Damit unterstützt du den Prozess, die Bakterien aus deinem Mundraum, die sich über die Nacht angesammelt haben, zu entfernen. Im Anschluss daran trinkst du eine Tasse heißes Wasser. So unterstützt du deinen Körper zu entgiften und alles, was sich über die Nacht im Körper angesammelt hat, zu entsorgen. Außerdem gibst du auch deiner Verdauung das Signal, in Schwung zu kommen. Zu einer guten Morgenroutine gehören auch Elemente für mehr positive Energie. Schreib zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch und notiere dir jeden Morgen drei Dinge, für die du dankbar bist. Mach das mal ein paar Wochen lang und du wirst sehen, es wird etwas in dir verändern. Außerdem dürfen wir morgens natürlich unseren Körper in Schwung bringen. Ob du jetzt ein paar Sonnengrüße machst, eine Runde um den Block drehst, Yoga, Tai Chi, Qigong, es ist nicht so wichtig. Hauptsache, du bringst deinen Körper in Schwung, verbindest dich mit dir und der Natur. Im Anschluss hast du vielleicht noch ein paar Minuten Zeit, um in Stille zu sitzen. Zum Beispiel in einer Meditation oder mit autogenem Training. Beides kannst du geführt machen oder einfach auch nur in Stille für dich. Verbinde dich dabei mit deinem Atem und mit dir selbst. Fokussiere dich auf den Tag und auf die Energie, die du heute mitnehmen willst. Wenn du im Anschluss möchtest, kannst du auch noch ein paar gezielte Atemübungen praktizieren. Dann geht's ab ins Bad. Bevor du unter die Dusche springst, kannst du vielleicht auch noch eine ayurvedische Seidenhandschuhmassage machen. Die hilft dir, deinen Lymphfluss in Schwung zu bringen und dich zu aktivieren. Wenn du dann aus der Dusche kommst, fühlst du dich auf jeden Fall wie neugeboren. Und das Wichtigste zum Schluss, beende deine Morgenroutine mit einem Lächeln. Genauso wie wir morgens positiv in den Tag starten wollen, wollen wir den Tag auch entspannt ausklingen lassen. Mit einer Abendroutine kannst du runterkommen. Nimm dir ein, zwei Stunden Zeit, um wirklich mal alle Geräte abzuschalten. Sei nach dem Abendessen einfach mal nicht mehr erreichbar. Vielleicht nimmst du dir ein gutes Buch zur Hand oder beschäftigst dich noch ein bisschen kreativ. Yin-Yoga ist eine schöne Möglichkeit, um abends abzuschalten. Autogenes Training, Meditation, wenn du es vielleicht nicht schon am Morgen gemacht hast. Komm runter, gönn dir Ruhe und gib deinem Geist auch die Chance, das Erlebte des Tages zu verarbeiten. Vielleicht magst du dir vor dem Schlafengehen noch eine schöne Fußmassage gönnen, mit Sesamöl, Mandelöl oder Ghee, deine Füße in warme Socken packen und ab ins Bett. Mit einem Tee kannst du nochmal so richtig runterkommen, gönn dir warme Gewürze und schlaf ein. Schlaf mit einem positiven Gedanken ein, den du über die Nacht mit dir trägst und mit dem du am nächsten Morgen wieder aufstehst. Ich hoffe, du konntest einige gesunde Routinen neu für dich entdecken. Aber mach dir keinen Stress damit. Routinen sollen dir helfen, deinen Tag zu strukturieren, dich auf den Tag einzustellen und dich auf den Schlaf vorzubereiten. Pick dir zuerst die Routinen raus, die für deinen Alltag am besten passen. Und dann wirst du bald sehen, ist alles wie Zähneputzen.